Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Hearthstone. Gestern ist ja die neue Expansion erschienen und deswegen werden wir heute auch mal ein bisschen ein umgemodeltes Deck spielen. Ein neues Meta-Deck möchte ich einfach mal behaupten. Es ist sehr, sehr stark, sehr, sehr konstant und wir schauen uns einfach mal das Deck ein bisschen genauer an. Es ist ein Jäger-Deck. Ich habe zwar gestern schon im Stream den Quest Hunter mal probiert, genauso wie den Discard Lock und den Treant Druid. Oder auch einen Schaman habe ich auch mal gespielt, der war aber nicht so erfolgreich leider. Wir spielen heute den Beast Hunter. Es ist ein sehr, sehr interessantes Deck. Wir haben zweimal Helpless Hatchling mit drin, Spring Poise mit am Start. Die neue Waffe des Hunters ist dabei, genauso wie Revenge of the Wild. Wir wollen also sehr, sehr viele Dudes rauskriegen, die wollen wir alle irgendwo reinhitten und dann über Revenge of the Wild rausholen oder unsere Scavenging Hyene einfach bis zum Tode buffen. Wir haben unsere Draw Engine hier auch mit drin mit Master's Call. Wir haben verschiedene Spells auch mit drin, wie Flanking Strike oder Baited Arrow einmal. Man kann ihn hier auch zweimal spielen, aber ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, ob die Karte so gut sein wird, wie es hier heißt. Im Late Game haben wir Deathstalker Rexxer, der uns das Spiel gewinnen kann, Savannah Highmane und zweimal die Bittertide Hydra. Schauen wir doch einfach mal, ob dieses Deck was kann oder nicht. Es kann natürlich sehr, sehr gut sein, dass wir hier erstmal wieder gegen ein paar Ort-Paladins gematcht werden. Es gibt doch die ein oder anderen Leute, die sich lieber sagen, hey, ich kämpfe jetzt um ein paar Ränge, anstatt hier wirklich coole Decks zu spielen. Müssen wir drüber hinweg gucken, Leute. So ist es halt leider ab und zu mal. Beastie Hunter geht hier also mit an den Start. Man könnte hier auch doppelte Draw Engine mit reinpacken, indem wir einfach sagen, hey, wir spielen nochmal einen weiteren Beastmaster's Call mit rein. Wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, aber ich will dafür jetzt gerade keinen Dust verschwenden. Und ich finde trotzdem, dass der Baited Arrow oder Flanking Strike hier eigentlich ein ganz guter Ersatz sind, genauso wie Revenge of the Wild. So, gute One-Drop mit dem Dire Maul, so wie es aussieht am Start. Einmal eine Hyene auch direkt als Two-Drop und zusätzlich noch Headhunter's Hatchet. Werden wir genauso behalten. Wir sind wie gesagt ein bisschen aggressiveres Deck, ein bisschen midrangigeres Deck. Das heißt also, wir spielen auf 1, spielen wir den Dire Maul auf 2. Müssen wir dann mal gucken, ob wir dann direkt den Hatchet rausspielen, weil wir haben da eine 2-3er-Waffe für 2 Mana. Ist super, super stark, muss ich sagen. Die Waffe hat auch dem Gegner von mir im Stream ein, zwei Mal wirklich das Leben gerettet. Hat hier gute Trades setzen können, gute Trades gefunden vor allen Dingen. Wir spielen gegen Baku Mage. Baku Mage ist auch ein wirklich, wirklich cooles Deck, muss ich einfach mal so raushauen. Hier will ich mir unbedingt basteln. Also hier, man muss ja sagen, es ist der Ord Mage eigentlich, nicht der Baku Mage. Da freue ich mich tierisch drüber. Da freue ich mich wirklich tierisch drüber. Das Gute ist, wir haben den Shark hier mit am Start. Wir haben den Buff. Wir gehen Face, machen einen Turn, hauen dann den Beer Shark mit rein. Das Wichtige hier an dieser Stelle ist halt, dass wir unsere Scavenging Hyena einfach übel insane buffen können, Leute. Und mit übel insane meine ich wirklich übel insane. Crackling Razormaw könnten wir nutzen, um ihn zu retten. Wir spielen aber lieber den Beer Shark raus, gehen weiterhin Face. Er kann jetzt hier nochmal pingen, wenn er möchte. Er möchte halt auf 7 Mana, wenn möglich, sein Dude wahrscheinlich rausspielen. Er kann es sogar auch schon auf 6 machen. Er pingt ja immer für 2 Damage. Das heißt, er macht 2, 4, 6, 8. Das heißt, er muss 4 Mal pingen, um hier wirklich das Value rauszuziehen. Aber er sieht schon, oh shit, er hat den Beer Shark mit am Start. Ich muss da was dagegen machen. Spielt die Karte für raus, zieht eine Karte. Flanking Strike, sehr, sehr stark. Nutzen wir direkt, um das Kätzchen hier wegzumachen. Wir können Face gehen. Nutzen dies auch, um weiterhin zu hitten. Klar, wir hätten hier auch noch mit der Waffe reingehen können, aber ich denke einfach, dass wir hier fein sind. Ich denke, er spielt halt wirklich auf die Combo, hat hier vielleicht nicht direkt das Removal, das ist gut. Out of my Jungle, nope, keine Hero Ability weiterhin hitten. Das ist nice, das ist wirklich nice. Wie viel Damage haben wir hier? Wir nutzen ihn mal auf dem Wölfchen für Wind Fury, was super, super gut ist. Wir hätten es auch hier auf dem Beer Shark spielen können. Ich wusste aber nicht, ob wir das Richtige rausbekommen werden. Und wir haben ja Wind Fury, dann machen wir so, dann machen wir nochmal Hero Ability. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Board Wipe raus. Wir machen direkt einfach mal Turn. Board Wipe wäre halt jetzt hier ein bisschen unpraktisch, aber ihr seht, wie schnell dieses Deck funktionieren kann. Wir müssen jetzt noch zweimal Hero Ability reinhitten. Da kommt das Stegadon raus. Oh mein Gott, Stegadon, really? Ja, dann ist es mal hier an dieser Stelle ein Well Played, hätte ich mal behauptet. Dann ist es an dieser Stelle ein Easy Going Well Played. Dieses Deck
Es rennt über die Leute drüber. Ihr habt gerade jetzt schon gesehen, wie viel Tempo es einfach hatte, wie schnell das hier einfach durchgegangen ist. Es rennt wirklich über die meisten Decks einfach nur drüber. Vielleicht sehen wir jetzt des Öfteren wieder einen guten Beast Hunter. Man muss eigentlich einfach sagen, dass die Draw Engine ihm so gut getan hat. Okay, jetzt bellt Kira mal wieder. Und es hat geklingelt, Leute. Ich bin sofort wieder da. Sekunde schnell. Die Vorweihnachtszeit, wenn alle Päckchen kommen, Leute. Schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Entschuldigt das bitte. Ich werde das cutten. Gut. Wir haben die Paw mit am Start. Wir spielen aber erstmal Helpless Hatchling raus. Sehr, sehr coole Sache. Spielen auch hier direkt gegen den Mirror Matchup wahrscheinlich. Außer er spielt die Coin. Das könnte gut sein. Hat aber zwei Karten gehalten. Die Quest ist immer ganz links, gell? Das heißt, also, er könnte hier die Quest auf jeden Fall noch mit am Start haben. Geht aber auf die Secret Plans. Ist fine for me. Kann er machen. Puh, jetzt bin ich hier mal kurz rund und wieder hochgesprintet, hey, das war... Ah, das schade, das war nicht ganz fein. Hero Ability, Phase, wir wollen nicht unsere Scavenging Hyena hier direkt rausspielen. Ich überlege mir ehrlich gesagt hier in diesem Deck nochmal den Lynx zu spielen, einfach weil seine Dudes, seine ganzen 1-1er Rush Dudes können unsere Hyenas einfach ultimativ buffen, wenn wir es in der Kombination rausspielen können. Das heißt, also, wir spielen den Lynx raus, hauen unsere Hand voll mit 1-1er Rush Dudes. Die 1-1er Rush Dudes gehen dann übelst ham. Jetzt gucken wir mal, können wir sie billiger machen? Ist es die Explosive Trap? Nein. Es wird also wahrscheinlich Red oder Snipe sein. Snipe kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Ist aber für uns nicht wirklich das Problem, wenn wir mal ehrlich sind. Red Trap wird nicht so viel gespielt. Snake Trap triggert ja nur, wenn wir einen Minion angreifen. Das heißt, also, wir werden hier jetzt sehr, sehr face-lastig gehen erstmal. Außer er sagt sich jetzt, hey, ich spiele den Minion raus. Wird er aber nicht tun, weil, wenn ich es richtig erkannt habe, ist es ein Secret Hunter, ein Spell Hunter, der später auf Sul'jin gehen wird. Oder so auf Sul'jin gehen will, sagen wir es einfach mal so. Und da wird Secret Nummer 2 rauskommen. Ja, natürlich. Und das ist die Explosive Trap. Sehe ich das richtig? Explosive Trappe. Trigger. Freezing Trap. Eieiei. Das ist natürlich wiederum was anderes, möchte ich mal sagen. Wir spielen wieder den Hatching raus, auch wenn er 3 Mana kostet, das ist halt übel gut, wenn er unsere Beasts hier um 1 billiger macht. Wir wissen also jetzt, es ist höchstwahrscheinlich eine Snake Trap, möchte ich einfach mal behaupten. Er lässt die Hunde los, tradet hier jetzt jeweils rein, coint noch zusätzlich ein weiteres Secret. Das heißt also, wir haben hier vermutlich nochmal eine Freezing Trap oder sowas in die Richtung. Springpaw kommt wieder in den Start, wir schauen uns einfach an, was es ist, indem wir Springpaw spielen. Hitten jetzt hier rein. Es ist Snake Trap, wie ich es schon vermutet hatte. Können wir aber sauber uptraden, Leute. Spielen jetzt hier die... Moment, wie viele Karten haben wir jetzt gespielt? Ah ne, wir wissen, dass es jetzt die Spirit die Ding Trap ist. Dann ist das nächste die Explosive Trap. Das sollte aber kein Problem sein. Noch den Lynx. Es ist auch keine Red Trap. Nice. Hit. Buffen unsere Dudes immer weiter. Haben einen 6-4er, einen 1-2er. Und mit denen muss er jetzt erstmal handeln. Ich weiß, er hat eine Explosive Trap höchstwahrscheinlich, die er hier nutzen möchte, wenn er jetzt unseren Dude nicht direkt wegpackt. Er spielt jetzt seine Wölfchen raus. Das ist fine for me. Das ist sogar sehr fine für mich. Alter, Kira, was ist denn heute los? Es hat schon wieder geklingelt, Leute. Es hat einfach schon wieder geklingelt. Ich bin sofort da. Explosive Trap? Ne, Wandering Monster. Ich bin sofort wieder da, Sekunde. Ich lasse jetzt einfach die Zeit ablaufen. Okay, Leute, da bin ich wieder. Alter. Junge Vater, ey, was für ein Gehetze hier jetzt gerade am Start ist. Puh. Kann er es handeln? Ich weiß es nicht. Es kommt das Kill Command, also er kann es handeln, muss aber dafür seine kompletten Ressourcen verbrauchen. Alter. Puh.
Wäre lustig gewesen, wenn er falsch angegriffen hätte und damit uns halt einen krassen Vorteil verschafft hätte. Wir machen 4 Damage pro Turn, haben hier Master's Call auch noch. Das heißt, wir kriegen hier jetzt erstmal ein paar Beasts noch mit an den Start. Wenn er halt, man, ist übel gut. Dire Maul ist halt auch super strong. Beer Shark, den will er auf keinen Fall angreifen, aber dann könnten wir die Hero Ability nicht mehr spielen. Deswegen gehen wir hier doch lieber auf die Lynxes. Hauen hier nochmal 4 Damage extra raus, machen einen Turn und damit hat er nur 2 Züge theoretisch zu leben. Außer er spielt hier seinen Deathstalker Rexer raus, wenn er den überhaupt im Deck hat. Normalerweise spielt man in diesem Deck inzwischen nur noch Sul'jin, weil Sul'jin wirklich, wirklich krass ist, wirklich viel Value macht. Alter. Puh. Muss ich echt sagen, das ist guter Sport hier erstmal, 50 Mal die Treppe hoch und runter zu rennen. Okay, come on. Was machst du, liebe Hunter? Ich meine, Kill Command ist lethal. Animal Companion ist vielleicht lethal. Crackling Razor Maw ist vielleicht lethal. Direwolf Alpha ist vielleicht lethal. Er spielt Rock de la raus und damit sollte er eigentlich sein Spiel conceden. Ja, genau richtig. Damit muss er sein Spiel leider conceden und wir sehen, der Midrange, Schrägstrich, leicht eigentlich ist es ein leicht aggressiv angehauchter Hunter, gewinnt hier die Oberhand bis jetzt gegen 2 relativ starke Decktypes, möchte ich einfach mal sagen. Secret, der neue Spell Secret Hunter ist halt übel stark, genauso wie der Mage. Weiter geht es mit dem Warlock, oh mein Gott, das Card Warlock, das wäre halt der Living Dream, Leute. Das ist halt der Living Dream eigentlich. Bittertide Hydra wollen wir mal behalten. Wir haben ein sehr gutes Early Game, will ich sagen. Springpaw plus Direwolf Alpha ist auf jeden Fall gut. Scavenging Hyene ist halt auch super gut in Kombination mit der Springpaw. Je nachdem, wenn er jetzt Aggro spielt oder Control spielt, müssen wir halt einfach schauen, wie wir das machen. Ansonsten hauen wir halt direkt Springpaw raus, danach die Scavenging Hyene plus Hit. Müssen wir mal schauen, wie er jetzt hier spielen wird. Hello. Greetings. Er ist auf jeden Fall kein Even-Deck. Das freut mich schon mal. Das heißt, wir haben hier kein absolutes High-End-Aggro-Matchup, wo wir sagen müssen, hey, Turn 3 brauchen wir irgendwas zum Removen, weil das haben wir halt einfach nicht. Er scheint AFK zu sein. Da ich eh die Folge schneiden muss, ist es mir eigentlich relativ egal. Dann kann ich hier auch noch einen weiteren Cut setzen. Muss ich aber wohl scheinbar nicht. Er ist doch wieder da. War wahrscheinlich auch einfach an der Tür, weil die Post da war. Okay. Wenn ich es richtig sehe, spielt er hier momentan das neue Deck. Und zwar das neue Zoo-Deck, das jetzt schon entstanden ist. Es ist übel stark, Leute. Man kann inzwischen Zoo-Discard spielen, man kann inzwischen auch Zoo... aber man muss da natürlich immer so ein bisschen die Namensfindung haben. So dieser neue Zoolog oh Gott, wie hieß die Karte nochmal, die wir jetzt da reingepackt haben? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Karte heißt, die man da jetzt reingepackt hat. Jacklick habe ich auch schon in einem Zoolog gesehen, weil sie halt einfach übel insane ist. Für 4 Mana, 3-4 kann man das auf jeden Fall machen. Er tradet hier, macht den Lynx damit billiger. Das finde ich auf jeden Fall nicht die schlechteste Sache, weil ich dann nämlich sage, hey, Hyene, play him. Trade, wir machen hier draus erstmal einen 4-3er und das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. 4-3, wenn er jetzt noch was rausspielt, kommt der zweite Lynx raus, plus Direwolf Alpha, das ist auch eine sehr coole Kombination, aber es sieht so aus, als ob es eher so ein bisschen ein controlligeres Deck wäre. Das heißt, also, wir müssen aufpassen. Ich hoffe einfach, dass er hier was rausspielt, was zusätzlich ist, dass wir einen Minion irgendwie traden können, dass er jetzt hier nicht irgendwie dumm ist. Spirit of the Bad. Spirit of the Bad. Mann, so. Damit traden wir nochmal einen weiteren Dude ab, buffen unsere Hyena noch weiter, aber wir buffen halt auch gleichzeitig seine Hand, was nicht ganz optimal ist, muss man einfach sagen. Dadurch, dass es Single-Target ist, ist es immer ein bisschen problematisch, aber er dürfte keine Charge-Minion haben. Serenite Changing wäre natürlich hier ein super guter Play. Heroic kostet 8 Mana. Jacklick könnte er spielen. Jacklick würde aber sterben gegen unsere Hyene. Summon your beast that died this turn. Sind es dann dieselben Beasts? Ich krieg dann wieder ein 2-2er zurück, gell? Ja? Das ist natürlich nicht so optimal. Ist aber okay. Ist aber auf jeden Fall okay.
Der Damage, der hier halt rausgepusht wird von diesem Deck, ist übel insane, Leute. Die Hyena war ja schon immer eine starke, aggressive Karte, die halt vor allen Dingen halt von Push gelebt hat. Aber das funktioniert ja jetzt hier sogar noch mal ein bisschen besser, möchte ich behaupten. Oh, Crackling Razormaw. Plus 3 Attack. Er triggert Gott sei Dank nicht für sich selbst. Wir hätten für 10. Und ja, ich hätte hier gerne Windfury gehabt, dann wäre es wahrscheinlich fast in Richtung Lethal gegangen. Er muss halt jetzt hier die Serenite Chain Gang haben oder irgendeinen richtig fetten Taunt. Muss mal einen 10-4er irgendwie entsorgen können. Wir können halt sagen, hey, wir hitten hier einfach mit dem 10-4er irgendwo rein, revengen den. Und dann geht halt die Action weiter. Er spielt Soul Infusion rein. Soul Infusion rein. Und Chimankalos. Ja, well played. Ja. Nochmal 2 Sternchen, nehme ich sehr, sehr gerne an. Nochmal 10 Moneten, nehme ich auch sehr, sehr gerne an. Oh, es fehlen noch 5 Gold. Wenn wir jetzt die Quest fertig kriegen, dann können wir noch ein Pack aufmachen. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee, Leute, weil in diesem Pack wird sicherlich eine Legendary drin sein. Das wäre schon ziemlich cool, muss ich sagen. Mage again. Mage again. Wollen wir den Dire Maul halten? Wir halten ihn mal. Ich finde es sehr, sehr cool, immer Doppel-One-Drop im Hunter zu haben. Besonders da der Helpless Hatchling halt echt stark ist. Wäre natürlich optimal, wenn wir unsere Hydra ein bisschen billiger kriegen würden. Aber wir müssen hier halt Damage pushen ohne Ende. Und er ist halt da gerade ein ganz guter, ein präferierter Typ einfach nur, um den rauszuhauen. Jetzt ist die Frage, spielt er hier wieder... Oh. Oder wollen wir doch nicht den Hatchling raushauen? Doch, wir wollen den Hatchling raushauen. Ich habe mir ganz kurz überlegt, Diamond zu spielen plus Crackling Razormaw. Aber der Crackling Razormaw ist doch um einige Stärke hier auf dem Beershark. Deswegen wäre es ganz nett. Er pinkt ihn hier, das ist gut. Was wird billiger? Beershark wird billiger. Ja, dann hätte ich mal gesagt, Turn 2 Beershark. Kann man auf jeden Fall machen. Was willst du tun? So, war wirklich eine gute Sache. Er kann uns jetzt als allerhöchstens Face Ping, was ihm nicht so viel bringt. Wir spielen einen Crackling Razormaw raus. Die Cat, Leute. Die Cat, die Cat, die Cat. Maybe Divine Shield? Wir spielen das jetzt richtig aggressiv runter, Leute. Ich weiß, er kann hier traden, er kann nochmal pingen. Aber der Zusatzdamage, den wir halt jetzt hier austeilen, ist halt immens einfach nur. Besonders wenn er jetzt keinen Removal hat, dann spielen wir jetzt Coin. Coin auf die 5-5er Hydra. Und die hat halt auch schon echt viele Spiele einfach beendet, indem sie einfach nur auf dem Board lag und dann entweder mich getötet hat oder den Gegner halt damit getötet hat. Das Sheep ist halt ein sehr, sehr wichtiger Spell auf jeden Fall. Wenn er den nicht dabei hat oder die Voodoo Doll, dann ist es GG. Er hat leider die Voodoo Doll mit am Start. Ist dumm gelaufen, können wir leider nichts dagegen machen. Wir gehen auf den Beershark plus die Hero Ability. Versuchen ihn immer weiter hier aggressiv zu hitten, bevor er auf seine Jaina kommt. Weil Jaina wäre dann hier doch nochmal ein sehr, sehr krasses Tool, mit dem er arbeiten kann. Er geht auf Turn 6 wieder auf die Voodoo Doll. Oh, Doppel Voodoo Dolls sind also raus. Das ist schon mal nicht schlecht für uns. Problem ist, er hat auf jeden Fall seinen Ragnaros jetzt auch schon hier ready. Das heißt also, wir müssen weiterhin ordentlich Damage rauspushen. Jetzt mal gucken, ob er Ragnaros wirklich schon spielt. Hat er jeden Zug bis jetzt gepinkt? Er müsste 2, 4, 6, 8 Schaden haben. Doch, es dürfte reichen. Ja, es reicht auch komplett aus. Das war vielleicht nicht das optimale Target. Wie viel Damage haben wir? Wir haben 6, 7. 7 und 5 wären 12.
Ich habe mir erst überlegt, soll ich auf die Hero Ability gehen? Dann war die Frage, was nutzt mir die Hero Ability momentan? Und das ist halt einfach nicht genug. Das sind, wären 2 Damage gewesen, die ich zusätzlich rausgehauen hätte. Das heißt also, er wäre gewesen auf 8. Ja, gut, okay. Dann hätte ich 2 Minions weniger gehabt und den theoretischen Damage von 8, 4, 12, 12. 10 Damage kann er halt austeilen, Leute. Er geht ja auch Face. Flame Striked. Oh, Rack hat die 50-50 Chance. Ja, well played. Rack hatte die 50-50 Chance, aber wir haben es trotzdem noch hingekriegt, hier easy going zu gewinnen. Alter, schade, dieses Deck, das geht ja richtig in Rampage, Leute. 4-0. Und das, obwohl ich die 2 oder 3 Mal hier zur Post rennen musste. Eieiei. The Meek Shall Inherit. Und damit packen wir noch ein wunderschönes Päckchen auf. Haben ja jetzt wieder hier 100 Gold mal angespart. Das neue Set ist halt wirklich, wirklich cool. Also ich finde, es macht echt Spaß zu spielen. Ich hoffe, euch gefällt es auch, das Ganze. Für mehr Hearthstone-Content wisst ihr ja Bescheid. Einfach ein Abo dalassen. Ich werde jetzt auf jeden Fall die neuen Decks durchchecken mal. Wenn wir jetzt noch ein paar gute Karten weiterhin kriegen. Oh, das ist halt übelst sad. Ich hatte halt in meinem Pack-Opening nicht so viel Glück, aber naja, never mind. Wenn ihr da irgendwie mehr Bock drauf habt oder sowas, lasst da gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.